Ein Tornado, ein Hai in Kombination. Wow, ein Hai-Tornado. Meine werten Damen und Herren, schaut auf jeden Fall das Video bis zum Schluss, denn da werden wir nämlich die komischste Kombination überhaupt machen. Schaut euch das auf jeden Fall an. Viel Spaß. Wir wählen den Tornado und dieser Tornado, wow, ist gleich da drinne und wird also in diese Kuppel mit eingespeist und wir müssen das Ganze mit etwas kombinieren und wir haben nur den Hai. Also machen wir Tornado plus Hai. Und dadurch bekommen wir den Sharkfoon? Okay, ganz schön komisch. Das sieht ganz danach so aus, als ob wir gerade einen Tornado mit Haien gemischt haben. Und jetzt können wir diesen, diesen abgefahrenen Tornado hier spielen? Okay, es sieht ganz danach so aus, als ob wir mit diesem riesigen Tornado, der jetzt sogar schon auf Level 3 ist, den anderen Tornado mit Level 2 besiegen können. Aber wir können auch die ganzen anderen Sachen, die hier noch dabei sind, ebenfalls noch aufessen, um damit höhere Punktzahlen zu bekommen. Und wir gehen jetzt einfach weiter auf den anderen Tornado zu und haben den einfach besiegt. Oh, okay. Ich verstehe, wie das ganze Spiel funktioniert. Wir müssen also aufpassen, dass wir diesen Tornado so stark wie möglich hinbekommen, um gegen andere zu gewinnen. Okay, cool. So, einmal haben wir jetzt hier sogar $1.300 verdient und können jetzt damit eine weitere Runde spielen. Okay, wir müssen wieder unseren Tornado so groß wie möglich bekommen. Sind jetzt schon auf Level 3, Level 4. Wir nehmen hier nochmal die Autos mit. Okay. Dann haben wir den einen gerade mitgenommen für Level 3. Jetzt können wir sogar schon ganze Häuser essen. Oh, da ist der andere Level 5. Ich esse kurz die ganzen Häuser erstmal auf, bevor ich auf den anderen zugehe. Ich möchte jetzt auf jeden Fall der Stärkste hier in der Runde sein. Es ist aber Level 7 gegen Level 7. Oh, es ist spannend. Okay, der Erste, der von uns jetzt Level 8 wird, gewinnt das Ding. Aber tatsächlich hat jetzt keiner gewonnen. Okay, das heißt, wir dürfen uns nicht zu viel Zeit lassen. Vielleicht sollten wir also auch hier unsere Kollektion nochmal ansehen. Und da können wir tatsächlich nochmal etwas random unlocken. Und bekommen jetzt dadurch einen... ist das ein Vulkan? Es ist ein Vulkan! Okay, wir haben jetzt also einen Vulkan freigeschaltet und müssen also so gut wie möglich diesen Vulkan jetzt nutzen. Okay, gut, jetzt können wir uns entscheiden. Ich werde mich auf jeden Fall für den Vulkan entscheiden und dann zusätzlich dazu natürlich mit unserem Hai irgendwie kombinieren. Also ein Hai in einem Vulkan? Da müssen wir jetzt erstmal schauen, das ist jetzt der Sharkano, irgendwie sowas. Und wir können unser Upgrade auswählen. Schnelligkeit oder Attack Damage. Und ich würde sogar sagen, wir nehmen sogar die Schnelligkeit, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass wir mit Schnelligkeit schneller Sachen essen können. Und wenn wir Sachen schneller essen können, bewegen wir uns schneller, werden schnelleres Level und können die anderen Leute viel schneller aufessen. Oh, wow, 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 ich bin jetzt sogar schon Level 7. Wie schnell ging das denn? Was? Ich habe einfach schon das Level gewonnen. Wow. Ich muss beim nächsten Mal auf jeden Fall die Attack Damage nehmen, weil das ja viel zu schnell gerade war. Wow, Level 8 wurden wir gerade. Wir haben einfach gerade alle aufgegessen, okay? Gehen nochmal ins Labor, um natürlich nochmal ein bisschen herumzumixen, was denn noch so geht. Collection. Ich muss erst auf die Collection draufdrücken. Es gibt hier die Sachen, die wir schon freigeschaltet haben. Und hier müssen wir tatsächlich jetzt auch nochmal auswählen, ob wir vielleicht ein neues Item freischalten wollen, damit wir nicht nur die ganze Zeit mit dem Shark unterwegs sind, sondern wir haben jetzt auch gerade die Kettensäge freigeschaltet. Das heißt also, wir haben jetzt wieder den Volcano genommen, aber diesmal mit der Kettensäge und haben jetzt dadurch den Vulkansägen-Dings. Wir nehmen aber diesmal auf jeden Fall die spezielle Attack Damage mit dazu, weil letztes Mal war ich so schnell, das war zu krass. Also, essen wir jetzt erstmal alles andere auf. Okay, da benötigen wir tatsächlich sogar Level 5, um manche Gebäude zu zerstören. Deswegen, wir gehen jetzt erstmal hier in diese Häuser rein, beziehungsweise die anderen Autos und sowas, damit wir da natürlich ein bisschen nachholen können. Da ist schon jemand Level 5 geworden. Da müssen wir... Ich wurde einfach von dem Typen schon angegriffen. Niemals! Dieser Typ hat uns einfach besiegt. Der Volcanic Saw, den wir da hatten, der hat einfach nicht ausgereicht. Okay, wieder ins Labor. Dann nehmen wir wieder die Kettensäge und den Vulkan. Wir müssen irgendwie jetzt gewinnen. Ich möchte gerne diese Gewitterwolke benutzen. Ich glaube, die ist aber nicht freigeschaltet. Also, let's go. Die beste Idee ist, so schnell wie möglich Level 2 zu werden. Wenn wir Level 2 sind, dann müssen wir auf jeden Fall auf die anderen einfach draufgehen. Da, der Tornado, den muss ich jetzt essen. Oh, komm her, komm her, komm her. Komm, ich muss dich essen. Ich muss dich essen, mein Kleiner. Tut mir leid. Oh, da ist einer Level 2. Den kann ich essen. So, jetzt esse ich den da. Jetzt sind wir Level 5. Okay, okay, okay. Nice. Level 6, Level 6. Okay, okay, okay. Wir gehen weiter dran. Essen den hier. Oh, der andere ist Level 6. Wir sind Level 8. Wow. Aus dem ist gerade dieser Riesenhai einfach rausgesprungen. Habt ihr das gesehen? Jetzt haben wir 1230 und würde jetzt gerne den Sturm freischalten. Bitte. Und...
Was haben wir? Ja, es ist der Sturm. Okay, nice. So, jetzt möchte ich gerne natürlich mal den Sturm auswählen. Ja, weil den konnte ich nämlich gerade die ganze Zeit nicht auswählen. Und zwar möchte ich natürlich den Hai-Sturm machen. Das ist nämlich dann einfach eine Mischung aus einem Hai und einer Wolke. Oh, cool. Okay. So, wir nehmen hier mal wieder natürlich die Schnelligkeit. Jetzt sind wir natürlich eine schnelle Wolke. Und wir haben jetzt tatsächlich wie so eine Art Hai-Flosse bei uns mit drauf. Wow. Oha. Oha. Okay, Leute. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt turbo-schnell, was wir hier machen. Ne? Ich habe aber das Gefühl, wir haben nicht wirklich viel Schaden oder sowas. Okay. Ich bin so schnell. Ich kriege die Sachen nicht gegessen, Leute. Need Level 3 steht dran. Oh, Leute. Sieht gar nicht gut aus. Ich komme gar nicht auf Level 2. Oh. Oh, nein. Die andere Wolke. Okay, ich mache unentschieden. Oh, Mann. Okay, bei der Wolke brauchen wir auf jeden Fall mehr Attack Damage, weil die Wolke ist nämlich nicht so stark im Schaden machen, ne? Aber sie ist sehr schnell. Das heißt also, wir sollten auf gar keinen Fall diesmal wieder Speed nehmen, sondern lieber Attack Damage, okay? Und damit können wir dann dementsprechend hier diese Kakteen und sowas alle viel schneller bekommen. Und dann müssen wir natürlich hoffen, dass wir da ein bisschen schneller durchkommen. Ey, Leute, ich habe das Gefühl, ich komme hier gar nicht mehr weiter. Okay, Level 2. Okay, jetzt habe ich Level 2. Jetzt kann ich ein bisschen besser attackieren. Level 3. Jetzt mache ich hier nochmal die anderen Häuser. Da, den Typen unten aufessen. Nice, der ist explodiert. Oh, da ist jetzt jemand Level 5 geworden. Wir auch. Wir müssen die Gewitterwolke essen. Nein, sie ist auch Level 5 geworden. Okay. Jetzt, ich bin Level 6 geworden, der auch. Okay, jetzt esse ich den auf, werde Level 7 und esse den anderen. Okay, es hat sich also absolut gelohnt, tatsächlich den Attack Damage mitzunehmen, weil mit dem zusätzlichen Attack Damage ist die Wolke dann wirklich gut ausgestattet, weil man sollte sie auf gar keinen Fall mit zu viel Geschwindigkeit machen, okay? Die ist auch so schon schnell genug, okay? Wir nehmen jetzt nochmal Attack Damage mit rein. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Geld, Leute, damit wir natürlich hier ein bisschen uns nochmal was leisten können. Oh, da ist jetzt jemand schon Level 2 geworden, der uns tatsächlich jetzt schon versucht, wieder anzugreifen, ne? So, wir müssen hier diesen Kaktus da einfach mal kurz holen. So, ganz entspannt. So, jetzt sind wir Level 4 geworden. Warum sind wir denn jetzt auf einmal Level 4 geworden? Lass mal das ganze Gebäude hier aufessen, ne? So, Level 4, den anderen Level 3er essen. Jetzt sind wir Level 6, essen den und jetzt nochmal den letzten. Level 11, wow, wir haben einfach gerade alle aufgegessen. Das war gerade so schnell, dass ich selber gar nicht mitbekommen habe. Aber wir haben tatsächlich Glück gehabt, dass wir durch diesen einen Kaktus, den wir gegessen haben, haben wir einfach schon Level 4 gehabt. Das heißt, wir sind also mehrere Levels auf einmal drüber gesprungen. Ich würde sogar sagen, wir probieren jetzt nochmal was Neues und zwar den Tornado zu nehmen und diesmal einfach mit Kettensägen zu kombinieren. Den hatten wir nämlich noch nicht und dadurch bekommen wir den Saw Cycle, okay? Da würde ich jetzt auf jeden Fall wieder Attack Damage mit reinnehmen, weil ich das Gefühl habe, der ist nämlich sonst ein bisschen zu wenig im Schaden, ne? So, oh, aber man bemerkt auf jeden Fall, Leute, das hier ist deutlich... Wow, was? Jetzt schon gestorben? Oh, nö. Dieser andere hat uns einfach gerade getroffen. Wir sind einfach gestorben sofort. Okay, continue. Nochmal neu, nochmal neu. Okay, let's go. Jetzt schnell hier die Bäume mitnehmen. Wir müssen schnell Level 3 werden. So, jetzt sind wir schon Level 3. Nehmen hier nochmal die ganzen Sachen mit. Da unten ist einer Level 2. So, den essen wir jetzt auf. Sind Level 4. Essen den auf. Sind Level 6. Okay, jetzt ein paar Gebäude hier aufessen. Ne? Den Level 5er mitnehmen. Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wir sind schon Level 8. Level 9. Okay, wir nehmen hier nochmal ein paar Häuser mit. Okay, da ist ein Level 5er. Den essen wir ebenfalls auf. Und den Level 6er ebenfalls. So, der letzte, der jetzt noch übrig geblieben ist, ist der andere. Und wir sind Level 13 geworden. Okay, so. Wir haben jetzt tatsächlich... Oh, wir haben sogar Skins freigeschaltet. Was? Warte mal. Habe ich das richtig verstanden, dass wir unserem Tornado einen Hut anziehen können? Für 1200? Nee, das kann ich mir noch gar nicht leisten. Beziehungsweise ich möchte es mir auch gar nicht leisten. Weil in der Kollektion fehlt mir nämlich tatsächlich noch der Tsunami Drop. Okay. Und das ist auch tatsächlich das letzte Element, was wir in dieser Art und Weise haben. Weil es ist ja irgendwie so wie Erde, dann Luft, Feuer und Wasser, ne? Ist ja so ein bisschen elementmäßig. Und das werden wir selbstverständlich natürlich mit einem Hai kombinieren. Denn der Hai gehört ins Wasser und da fühlt er sich wohl und deswegen ist es die Shark Wave, okay? Ich nehme mir jetzt mal wieder den Speed dazu. Wir schauen mal, wie viel Schaden wir tatsächlich damit machen können und wie schnell die Wave unterwegs... Oh, was? So, Level 3, Level 4, Level 5? Was ist hier passiert? Oh, Level 7, Level 8? Oh, was? Die Wave? Die Wave ist am Kommen. Level 10. Was? Die hat einfach gerade alles auseinandergenommen. Und den Tornado. Einfach nebenbei weggesnackt. Level 14. So hoch waren wir noch nie. Oh, die Wave. Die Wave, Leute. Level 16. Level 16. Kommen wir noch höher? Kommen wir noch höher? Ich glaube nicht. Es ist tatsächlich das Höchste gewesen, was wir jemals hatten. Level 16? Das heißt also, mit der Sharkwave, damit können wir auf jeden Fall Geld verdienen. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal hier Speed nehmen, okay? Die Welle hat ja richtig viel Schaden. Das heißt, es lohnt sich. Guck mal, jetzt Level 1. Level 1. Oh, oh. Okay. Okay.
Jetzt sieht es gerade nicht so gut aus, muss ich sagen. Ja? Wir versuchen, lass mal hier so ein Auto mal mitnehmen. Okay, Level 2. Das macht das Ganze jetzt schon leichter. Wenn man die Sachen nicht auf einmal dementsprechend besiegen kann, dann kommt man da ein bisschen in Schwanken. Ja? Okay, da haben wir einen Level 5er. Warte mal, ich muss einen Level 3er essen. Damit werde ich jetzt Level 4. Oh, dafür muss ich Level 5 sein, um das kaputt zu machen. Den esse ich auf. Bin jetzt Level 6 geworden. Esse das Haus auf. Okay, Level 4. Den muss ich essen. Esse den anderen. Oh, was? Wir haben gewonnen. Aber da war doch noch einer. Ich glaube, der Timer ist abgelaufen. Okay, nicht schlimm, nicht schlimm. Aber wir haben noch nicht alle Items freigeschaltet. Deswegen werden wir hier nochmal unsere letzten 1000 jetzt mal verwenden und schauen, was wir freischalten. Hoffentlich den Regenbogen. Ich glaube, ich weiß, was wir damit machen können. Lass auf jeden Fall nochmal die Welle nehmen und die dann mit dem Regenbogen kombinieren. Weil dadurch bekommen wir nämlich die Regenbogen-Wave. Oh, Junge, die sieht voll krass aus. Deswegen freue ich mich so sehr, dass wir die jetzt auch freigeschaltet haben. Oh, wow, die sieht so cool aus. Die ist einfach total bunt. Okay, okay, let's go, let's go, let's go. Okay, Level 2. Okay, easy. Oh, da hinter uns ist ein Level 3er. Wir sind jetzt Level 4 geworden. Jetzt lache ich aber. Oh, jetzt habe ich ihn kurz aufgegessen, aus Versehen. Kurz den dann nochmal aufgegessen. Hä, was willst du, Disaster Master? So, jetzt habe ich hier mal alle aufgegessen. Level 9. Die Wave ist am Kommen, Leute. Wow, die Welle. So, Level 11. Oh, der andere ist auch Level 11, aber ich bin Level 13 und deswegen habe ich ihn tatsächlich geholt. Der hatte gerade eben tatsächlich sogar einen Regenbogenton. Tornado, der sah auch sehr nice aus. Jetzt lass mal auf jeden Fall mal was machen, was wir bisher noch nie gesehen haben. Und zwar im Labor Gewitterwolke mit einem Regenbogen kombinieren, weil dadurch sollten wir eigentlich eine super Gewitterbuntwolke bekommen. Die regnet einfach. Wir probieren das Ganze jetzt einfach mal aus und schauen uns das mal an, wie schnell und wie gut die funktioniert. Ah, was? Was? Was passiert hier? Oh, wow. Alter, die ist so stark. Guck mal, wie die einfach alles auseinander nimmt. Die nimmt jedes Haus mit. Der Gewitterwolke ist alles. Ich glaube, ich rieche da einen neuen Rekord. Leute, ich rieche einen neuen Rekord. Ich sag's euch. Level 9, Level 10, Level 11. Oh, Leute. Okay, Level 15. Tut mir leid, Kleiner. Aber das war's. Der Regenbogen-Gewitterwolken-Mix ist ja mit Abstand das krasseste, was ich hier gesehen habe. So, jetzt nur noch eine natürliche Sache, die wir natürlich jetzt noch machen können. Es war natürlich den Regenbogen-Vulkan zum Schluss. Mal gucken, was dabei rauskommt. Es ist natürlich ein Vulcane-Bow, der sehr abgefahren aussieht. Und ich freue mich sehr, da jetzt mal mit reinzugucken. Ich nehme extra Attack-Damage mit rein, weil ich mir nämlich denke, wir brauchen alles, was wir an Attack-Damage bekommen können. Und nehme jetzt hier alles mal mit. Oh ja, der Vulcano. Der Vulcano, der Vulcano. Und wie der durchläuft. Ich glaube, das ist sogar mit die beste Runde, die wir jetzt bisher hatten. Level 8 jetzt schon. Wir haben den schon mitgenommen. Guck mal, alle Häuser, alle Häuser. Mal gucken, wie weit wir kommen. Level 5, den auch nochmal kurz aufgegessen. Okay, Level 12. Mit der Gewitterwolke waren wir viel weiter. Aber ich sage euch eins, Leute. Das war die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt regenbogentastisch. Ciao.